Bernd, eine der großen Fragen, die wir uns auf der linken Woche der Zukunft stellen, was muss passieren, damit die Arbeit ums Leben kreist? Was muss deiner Meinung nach passieren, damit sich die Arbeit tatsächlich dem Leben anpasst? Ja, wir haben ja den perversen Zustand, dass Millionen Menschen bei uns zu wenig Arbeit haben. Unfreiwillige Teilzeit, Mini- oder Midi-Jobs oder nur 10 oder 15 Stunden Verträge und Ähnliches. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr Leute, die haben viel zu viel Arbeit. Die kommen auch nach 40 Stunden nicht nach Hause, nehmen noch das iPad mit dem Urlaub oder das Smartphone in Feierabend. Und da wäre es doch logisch zu sagen, da müssen die einen weniger arbeiten und die anderen mehr. Die Arbeitszeit müsste also mehr um die 30-Stunden-Woche kreisen als heute um die 40-Stunden-Woche. Und in der Tat haben wir heute so einen großen Produktivitätsfortschritt, der auch durch die Digitalisierung noch größer wird, dass wir uns ohne weiteres den Luxus leisten können, dass die Arbeit mehr um das Leben kreist als das Leben um die ganze Arbeit. Sprich, man hat unterschiedliche Lebenslagen, zum Beispiel wenn man kleine Kinder hat, will man vielleicht weniger arbeiten. Wenn die aus dem Haus sind oder man hat keine, will man vielleicht mehr arbeiten und dafür mal ein Sabbatjahr nehmen, zur Weiterbildung oder einfach zur Muße. Und ich glaube, dass wir solche angepasste, kürzere Arbeitszeiten unbedingt brauchen und das wirklich ein Zukunftsentwurf ist, für den sich zu kämpfen lohnt. Auf der linken Woche der Zukunft wirst du auch dein neues Buch For the Many, Not the Few, moderne Klassenpolitik vorstellen. Wie sieht deine Idee einer modernen Klassenpolitik denn aus? Naja, der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, spaltet die Leute ja in ganz unterschiedliche Gruppen auf. In prekär Beschäftigte, in Leiharbeiter und Kernarbeiter, in Erwerbslose, die ewig lang keine Arbeit finden und welche, die viel zu viel arbeiten, in Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die keinen haben. Und diese Aufspaltung funktioniert natürlich unter dem Begriff Teile und Herrschen. Und man sieht es ganz deutlich an der Flüchtlingsdebatte, wie praktisch die verschiedenen Gruppen von Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Und verbindende Klassenpolitik heißt eben, dass man gemeinsame Interessen im Vordergrund stellt, dass zum Beispiel der Leiharbeiter mit dem Kernarbeiter gegen die Leiharbeit kämpft, der Befristete mit dem unbefristet Beschäftigten oder der unbefristet Beschäftigten gegen die Befristungen und alle zusammen für kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne. Und die Aufgabe der Linken oder verbindender Klassenpolitik besteht, diese verschiedenen Interessen zusammenzubringen unter dem Begriff einer Klasse, die ihre Interessen gegen die andere Klasse, nämlich die des Kapitals und der Produktionsmittelbesitzer, durchsetzen muss. Und da erweitere ich eben den Klassenbegriff und bringe den auf den Stand der heutigen Zeit, sprich, wir haben so viele Lohnabhängige wie noch nie, also die keine Produktionsmittel besitzen und ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und auf der anderen Seite ist aber diese Klasse heute wesentlich weiblicher geworden. Wir haben sehr viel mehr Frauen im Erwerbsleben. Sie ist migrantischer geworden, also die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund hat zugenommen. Sie ist auch prekärer geworden, die Spaltungslinien sind tiefer und sie ist aber auch gebildeter, hat formelle bessere Bildungschancen bekommen. Und das stellt natürlich auch die Linke vor neue Herausforderungen und damit setze ich mich auseinander und mache auch Vorschläge, wie wir zu einer verbindenden Politik kommen können. Was erwartest du von der linken Woche der Zukunft? Welche Impulse sollen von dieser linken Woche der Zukunft ausgehen? Ja, wir haben ja wirklich einen gesellschaftlichen Umbruch derzeit. Überall in ganz Europa, auch in den USA, gibt es einen gewaltigen Rechtstrend. Es geht eine Tendenz hin zum autoritären Kapitalismus mit starken rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Parteien. Und da muss die Linke eine klare Alternative dagegen setzen. Und das werden wir auf der linken Woche der Zukunft diskutieren. Wie muss die Arbeit der Zukunft aussehen? Wie wollen wir leben? Wie soll der sozial-ökologische Umbau aussehen? Der Klimaschutz. Wir wollen das Problem des Klimaschutzes und des sozial-ökologischen Umbaus auf keinen Fall den Grünen überlassen. Das sind linke Kernthemen, die wir dort angehen müssen. Wie wollen wir die Demokratie ausdehnen auf alle Lebensbereiche, auch auf die Wirtschaft?
in welchem Ausmaß sehen wir uns als internationalistische Partei, die im weltweiten Zusammenhang denkt und nicht nur im eigenen kleinen Rahmen, was halt durch die Flüchtlingsfrage erneut aufgekommen ist. Was müssen wir machen, um Fluchtursachen zu bekämpfen? Ja? Was müssen wir machen, um die Flüchtlinge zu integrieren und den Rechtsruck hier aufzuhalten? Das sind alles spannende Fragen, genauso wie, wie sieht Geschlechtergerechtigkeit im 21. Jahrhundert aus? Das sind alles Fragen, die wir auf der linken Woche der Zukunft behandeln. Und gleichzeitig wollen wir aber auch schon Aktionen machen. Wir wollen ein Pflegetribunal dort machen. Wir wollen einen Auftakt für unsere Mietenkampagne auf der linken Woche der Zukunft machen. Und es soll natürlich genug Raum geben, damit sich die Leute kennenlernen, dass sie miteinander diskutieren, dass sie spannende Leute kennenlernen. All das wird passieren und deswegen ist die linke Woche der Zukunft wirklich eine der spannendsten Veranstaltungen, die wir seit Jahren hatten, und ich hoffe auf regen Besuch aus der ganzen Republik.